Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier aus der Mainmetropole Frankfurt. Ja, ich befinde mich gerade auf dem Messegelände, denn hier findet derzeit die weltweit größte Fahrradmesse, die Eurobike 2023, statt. Porsche E-Bike Systems hat ja bereits gestern jede Menge Neuheiten für das Kalenderjahr 2024 vorgestellt, unter anderem einen Light-MTB-Motor mit 55 Newtonmeter. Ebenso hat Pinion mit der MGU E1 einen ganz neuen, leistungsstarken Mittelmotor mit elektronischer Schaltung vorgestellt, sozusagen eine intelligente All-in-One Lösung für eine neue Generation von E-Bikes. Das und vieles mehr wollen wir uns jetzt natürlich mal genauer anschauen und wenn möglich natürlich auch gleich austesten, und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen von dem Video. Das Sonic Evo AM SX1 mit Bosch Performance Line SX Motor ist jetzt das erste Fahrrad hier auf der Messe, was ich mit dem neuen Bosch Light MTB Motor sehe. Verbaut ist jetzt hier auch der neue Bosch Compact Tube mit 400 Wattstunden. Hier sehen wir jetzt das neue Bulls Wucka Evo AM1 mit dem neuen Pinion MGU E1 Motor. So, hier sehen wir jetzt das Simplon Bike, was den Pinion MGU E1 verbaut hat. Das Simplon Repcon P-Max Pinion. Hier sehen wir jetzt das KTM Machina Scarp SX Prime, auch mit dem neuen Bosch Performance Line SX Motor. Hier sehen wir jetzt das M1 World Cup 400 mit einem Gesamtgewicht von 17,5 Kilogramm. Das hat auch den neuen Bosch Performance Line SX Motor verbaut. Hier scheint das neue Purion 200 verbaut zu sein als Controller. 2 Kilogramm wiegt der neue 400 Wattstunden Akku von Bosch. Schaut euch mal an, wie schnell der Akku hier gewechselt werden kann und wie einfach mit dem neuen Fitlock-System. Einfach dran klappen und fertig. Das ist die spezielle Tri-Eye-Brille mit integriertem Rückspiegel, dass man immer, wie unser Spruch ist, watch your back, man sich nicht immer rumdrehen muss. Gibt es auch in S, M und L, also verschiedene Größen für kleine und große Köpfe. Genau. Da hatten wir es drüber, dass ihm keine Brille steht. Genau. Meine Zuschauer können ja sagen, ob mir die Brille steht oder nicht, schreibt es in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall gut, weil ihr könnt hier über diesen kleinen Spiegel links schön nach hinten gucken und seht, so was abgeht. Genau. Gute Sache. Das Geile ist, dreh dich mal rum, dann kannst du sein Auge von hinten mal filmen. Dreh dich mal leicht, genau, und dann sieht man das Auge im Spiegel. Und somit sieht er die Kamera. Besser als der Seitenspiegel immer, wenn man bergab fährt, dass es vibriert. Es ist immer am Kopf und ja, wir finden auch, die sieht sehr stylisch aus. Schaut euch mal diese Schutzkappe vom Ladeport an, die Daniel jetzt hier gerade öffnet. Definitiv etwas besser gelöst wie die bisherigen, die ich so kenne. Hier am Stand von Bosch sehen wir jetzt schön den neuen Bosch Performance Line SX Motor. Wir schauen uns jetzt mal die ganzen neuen Komponenten fürs Modelljahr 2024 an. Schauen wir hier vielleicht noch mal ins Innenleben von dem SX Motor. Hier sehen wir jetzt das neue Bosch Purion 200. Da ist das Display quasi im Controller eingebaut. Daniel schaltet es mal für euch durch. Auch hier rechts nebenan sehen wir schön das neue Kiox 500. Hier mit dem neuen Bosch Compact Tube mit 400 Wattstunden. Der wiegt nur um die 2 Kilo, das haben wir vorhin schon am Stand von M1 gehört. So, hier sehen wir jetzt schön den neuen Bosch Powermore Range Extender mit 250 Wattstunden. Der wird über einen Kabel hier unten ganz normal an den Ladeport angeschlossen. Das Track Fuel X, einfach ein geiles Fahrrad. Der Chris macht hier den Crashtest. Sehr geile Federgabel hier, die RockShox Zep Ultimate. Ich glaube, das ist eine meiner nächsten Gabeln. Hier sehen wir jetzt das neue Flyer GoRock TRX mit dem neuen Pinion MGU E1 Motor. Ja.
mal fahren oder sowas. Das ist von dem Fall nicht das, was wir sind jetzt hier am Stand von Pinion und sehen hier nochmal schön den neuen Mittelmotor, den MGU E1. Daniel, du hast doch heute Morgen auf der Herfahrt hier zu Eurobike einen Anruf gekriegt. Erzähl mal, wer hat dich angerufen? Highbike hat mich angerufen, Highbike Nina hat mich angerufen und gesagt, mein Fahrrad ist schon auf dem Weg zu meinem Händler und ich kann es, wenn es gut läuft, diese Woche abholen und wenn es schlecht läuft, nächste Woche. Man soll es kaum glauben, nach 1,5 Jahren wird der Daniel scheinbar endlich sein Highbike Enduro 7 bekommen. Hoffentlich so. Lombardo Etna DC 90 Edition. Bisschen bunt, aber ansonsten recht wertige Komponenten verbaut, so wie es aussieht. Hier sehen wir jetzt das neue Rotwild RX 1000, auch mit dem Pinion E1. Das RX 1000 wiegt wohl mit dem 1000 Wattstunden Akku um die 24 Kilo laut Rotwild. Hier sehen wir jetzt schön ein Bike von Nikolai, auch mit dem neuen Bosch Performance Line SX Motor. So, liebe Zuschauer, ich sitze hier auf dem Flyer GoRock TRX 1 mit dem neuen Pinion MGU E1. Wollen wir uns das mal anschauen? Ja, das fährt sich doch gar nicht so schlecht. Hey. Ah ja, der schaltet automatisch, ne? So, wahrscheinlich geht es jetzt wesentlich besser in der vollen Unterstützungsstufe. Naja, das sieht doch schon anders aus. Sieht schon ganz anders aus. So, gib mir mal Stoff. Gucken, ob wir hier wirklich fliegen können, so wie es auf dem Display steht. Ah ja, 40 km/h kriege ich drauf. Dann ist Feierabend. Puh, also in der vollen Unterstützungsstufe dreht sich es wirklich angenehm, sehr leicht. Das muss man sagen, ich bin vorher im Flow-Modus wahrscheinlich gewesen, der hat ein bisschen weniger Unterstützung, aber im Fly-Modus fährt sich es doch wirklich ganz angenehm, auch im Uphill. Ich würde gerne mal ein Fahrrad mit dem Motor im Gelände beim Uphill testen, weil ja auf der Straße ist es halt nicht wirklich aussagekräftig. Ne? Starten wir mal im 8, in Gang 8, schalten wir hoch, 9, 10, 11, ja, da kriegt man schon recht schnell Geschwindigkeit drauf, ihr seht's. Ich bin gleich mal auf 35 km/h gewesen. Oberhalb der Entkopplungsgrenze dreht sich es eigentlich auch wirklich gut, da kann man nichts sagen. So, ich würde sagen, wir bringen das Fahrrad jetzt zurück. So, liebe Zuschauer, ich sitze jetzt hier auf einem Fahrrad. Hersteller möchte nicht genannt werden. Auf jeden Fall hat es einen Bosch Performance Line SX Motor drin mit 55 Newtonmeter. Und das wollen wir jetzt hier im Parkhaus hoch mal testen. Das fährt sich hervorragend, ganz ehrlich. So, ich bin jetzt in der stärksten Unterstützungsstufe. Passenden Gang finden, hohe Kadenz. Das läuft doch super. Das läuft doch hervorragend. Gucken wir mal hier auf der Geraden. Herrlich. Turbo-Modus im Performance Line SX. Ich habe keine Angaben über das Fahrrad, aber ich vermute, es wiegt so um die 19 Kilogramm. Ja, also wirklich schwer war es nicht und es fährt sich wirklich gut. Also der SX-Motor ist extrem leise, das gefällt mir super gut und das Entkopplungsverhalten finde ich auch wahnsinnig gut. Und die Unterstützung im Turbo-Modus finde ich jetzt für die Straße also vollkommen ausreichend. Wie sich das natürlich im Uphill im Gelände verhält, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber jetzt so, hier vom Straßentest muss ich sagen, cooler Motor, gefällt mir. Ja, würde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen und das Ganze mal ausgiebig testen. So, ich würde sagen, wir bringen das Fahrrad zurück. Wichtig in der Kurven ist, wenn es ist natürlich ein Dreirad, dann zu diesem Rand etwas lockerer behalten. Alles klar. Ja? Herzlich willkommen von der Eurobike, liebe Zuschauer. Endlich mal ein Yamaha-Motor. Aber hätte ich gedacht, der hätte sich richtig gut angeschaut. Echt so vom Dings her und sieht wirklich komisch aus, dein Endbuch. Ja, Daniel, du hast ein neues Highbike gekriegt. Mein neues Highbike in Enduro 7. Ich glaube, es hätte eine Verwechslung gegeben, aber.
eintreten, sonst muss ich aussteigen. Juhu! So, der Wiesi hat mich schön einmal hier um den Parcours geführt. War eine sehr schöne Ausfahrt. Fahrgefühl ist scheinbar auch super gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die ersten zwei sind mehr so der Eco-Modus und die anderen zwei der Sport-Modus. Das heißt, ein bisschen schneller, ist mehr Power dahinter. Jawohl! Wir probieren erstmal die Bremsen aus, bevor ich hier gleich Vollgas fahre. Juhu! So, mal gucken, was wir hier drauf kriegen. 53 Sachen. Richtig nice. Das gefällt mir gut. Hier nochmal das E-Moped von Brecker. Das macht wirklich riesen Laune, liebe Zuschauer. Die Beschleunigung ist Wahnsinn. Oh, Daniel. So the concept is to create a vehicle that allows you to be at home wherever you are and to also easily connect with people. People are really drawn to the circle and it reminds us of something. And we're here to develop and evolve this and open it up to the world in a nice way. Hier sehen wir jetzt das Rocky Mountain Instinct Powerplay Carbon 70 und hier oben sehen wir das Altitude Powerplay Carbon 90. Beide Fahrräder haben das eigene Dyname 4.0 Drive System eingebaut. Hier sehen wir jetzt das Ducati Powerstage RR Limited Edition zum Preis von knapp 12.000 Euro. Wir haben da ein Shimano EP8 verbaut, vorne eine 38er Öhlins. Die Oli Drive Unit Edge mit bis zu 90 Newtonmeter ist in diesem Fahrrad verbaut. Von der habe ich jetzt bisher auch noch gar nichts gehört. Es kommen also scheinbar jede Menge neue Antriebe auf den Markt. Ja, liebe Zuschauer, das waren meine Eindrücke von der Eurobike 2023. Besonders gut gefallen hat mir der neue Bosch Performance Line SX Motor. Hat wirklich riesen Spaß gemacht, auch die anderen Fahrräder zu testen, war wirklich super. Wir melden uns jetzt hier mit ab. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr und zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, und schöne Zemme und ciao, ciao.